Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring hier auf meinem Kanal. So, in der letzten Folge haben wir Radahn besiegt und... Ups, jetzt können wir mal kurz rüber gehen, dann kann das weggehen hier. Und jetzt, weiß nicht genau wohin. Wir gehen jetzt erstmal die ganzen Leute ab, mit denen wir reden können. Das heißt, die Hexe, den Typen und hier die Tante, die wir hier getroffen haben. Da reden wir auch mal mit ihr. Gut. Wo genau der Stern runtergekommen ist, die Sternschnuppe, habe ich, glaube ich, aus Versehen weggedrückt. Das Einzige, was ich erhaschen konnte, war halt wirklich nur so, dass es irgendein Gebiet gewesen ist. Aber müssen wir mal gucken. Irgendwo ist es runtergekommen und wir werden auch finden, wo es war. So, jetzt gehen wir erstmal hier raus. Ey, Quatsch. Rein, ich wollte ja mit dir reden. Vielleicht kann die uns irgendwie weiterhelfen. Und sonst frage ich nochmal die Hexe und Selius oder Silvius. Okay, sie sagt gar nichts zu uns. Dann werden wir mal zu diesen Sevius reiten. Beziehungsweise, ja, genau. Haben wir mal ein Pferd. So. Hier gehen wir mal raus. Okay. Da fliegen Steine. Dann ist. Vielleicht haben wir ja Glück und. Ich würde sagen, wir haben sogar Glück. Ist es vielleicht da runtergekommen? Wo die Steine sind? Können wir hier runterspringen? Ah, okay. Gut. Lass mal hingereiten und gucken. Oh nein! Wow. Ich wollte hier nicht runterspringen. Da ist ein Wasserfall. Und hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Das wird dieser Krater sein hier. Da müssen wir mal runter irgendwie. Ah, hier können wir unsere Hunde wieder einsetzen. Okay, vielleicht geht es auch nicht wirklich runter, aber das sieht doch aus, wie als ob hier irgendwas runtergekracht ist. Ist das Wasser? Oder ist es so ein Sternenschweif? Das ist Wasser, ne? Okay, aber hier ist auf jeden Fall ein... Hier wird das sein, weil hier sind die Steine, die hochgeflogen sind. Gut, hat er ja gesagt. Wir sollen uns da treffen. Aber ist die Frage, wie komme ich da runter? Oder kommt man überhaupt runter? Also hier geht es einfach nur sowas von runter, dass ich sterben werde. Aber das Loch war ja vorher noch nicht richtig. Da unten ist auch so ein Feld, wo man hin kann. Da müssen wir runter. Seht ihr da vorne? Da geht's runter. Das machen wir mal. Crazy, ne? Ja. Okay. Ist hier was? Ne. Da geht's auch noch einen runter. Ich glaube, ich bin hier trotzdem falsch. Oder? Ah, ich habe mir da irgendwas eingeredet gerade, glaube ich. Da geht's auch runter. Aber es kann auch hammertief sein. Alter. Vielleicht bin ich auch verkehrt, aber ich meine, sieht ja so nach der Zerstörung hier aus. Ich glaube, hier würde ich nur sterben, wenn ich runterspringe, oder? Probieren wir es mal. Aber zumindest finden wir hier ein bisschen Loot. Hier kann ich kein Pferd mehr benutzen.
Okay. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Ist wahrscheinlich auch nicht das, wo wir hin sollten. Aber dann erkunden wir das eben erstmal. Plant, es geht ja eh nie nach Plan, wenn man irgendwas macht hier in Elden Ring. Davon mal ganz ab. Aber hier? Wenn ich hier runterfallen, bin ich ja sofort tot, oder? Obwohl, hier kann ich bestimmt runterspringen, ne? Sieht das nicht so tief aus. Testen es mal. Da liegt auf jeden Fall eine Leiche. Das ist schon mal gut. Also für uns. Goldene Rune. Nehme ich immer gerne dankend mit. Ich muss mal gleich hingucken, ob hinter einem was ist. Das Spiel ist sowas von fies. Das wissen wir ja schon. Schlaffett. Okay. Kann aus dem Ghetto kommen, ne? Schlaffett, Mann, Schlaffett. Okay, Nokron, das ist da, wovon er auch geredet hat. Also sind wir schon richtig? Okay. Hui. Es geht immer weiter. Eigentlich wäre ich ganz gern jetzt zum Dings gelaufen, hier zum, wie heißt das? Zum Fahrstuhl, weil wir ja beide Medaillons jetzt haben, aber jetzt ist das ja auch gerade spannend irgendwie, ne? Darum gibt es ja auch was. Da kann ich hier rüberspringen, aber kann ich mein Pferd rufen? Nee. Boah, das ist ein ganz schön weiter Sprung. Die Frage, ob man das machen will. Wenn ich da rüberkomme, wie man sieht, liegt da oben was. Was könnte das sein, was da oben liegt? Das ist mir zu weit. Ich glaube, das ist zu weit. Das ist auch nochmal ein fetter Sprung, den man machen muss. Puha. Gleich wegmachen, was immer das war. Alter, fetter Bolzen. Wir müssen schon aufpassen. Es gibt doch noch kein Dings hier, wie heißt das? Ach guck, man kann hier noch hoch. Ach guck, das machen wir. Das ist ein bisschen fies hier, aber hier finden wir irgendwas was. Ein Runenbogen, okay. Ach, da fällt mir ein, ich habe auch noch was Cooles bekommen von dem. Von dem, na sag schon. Von dem Boss gerade eben, ne? Hab ich auch nochmal gucken, eine große Rune, die müssen wir auch noch für irgendwas benutzen. Oh nein! Den platt machen. Ich glaube, wenn die einen treffen, ist es wirklich fies. Ich muss alles mitnehmen. Ich weiß nicht, ich nehme erstmal das hier oben mit. Heranwachsender Schmetterling. Und dann nehmen wir das hier noch mit. Goldene Rune, perfekt. Hier ist auch noch weiter. Silbertränenhülle. Gibt es hier noch irgendwas? Ne, hier ist nichts mehr, okay.
bräuchte auf jeden Fall mal so eine. Ja, ich brauche irgendwas. Hier zum Pause machen, wollte ich gerade sagen, ja. Krummfingermedizin, okay. Spielestand 5. Geht's auch wieder runter? Wie man sieht. Aber auch so ein bisschen uncool runter. Muss da wahrscheinlich drauf landen irgendwie. Oder ist da drüben ein besserer Abgang? Ne. Okay. Ich habe mein Leben verloren gerade. Da hinten kommen irgendwelche Viecher. Wie soll das sein? Goldene Rune. Da geht's noch runter. Geistertalilie. Da ist auf jeden Fall so ein. Nennt sich das nochmal? Ach, mein, ich vergesse mal, wie die heißen, aber da können wir auf jeden Fall mal speichern. So, eine Gnade. Viel haben wir nicht benutzt hier, deswegen können wir direkt weitermachen. Wie Punkte habe ich denn? Oh, mal kurz. Da fehlt uns noch einiges. Weiter geht's. Nokron, die ewige Stadt. Ich gucke erstmal alles hier ab, wo ich mich da vorne hin traue. Ach, guck mal hier. Noch ein Schmiedestein. Aber die können wir ja ganz gut gebrauchen. Ein paar Gegner. Ich darf das gar nicht mitnehmen. Kann ich gar nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal am Rand längs, bevor ich die ganze Mitte mache. Nicht, dass ich da so und so viele aufwecke. Hier zum Beispiel. Larventräne, okay. Irgendwelche Skeletttypen. Okay. Na komm her. Oh! Ach Quatsch, der rennt da einfach so auf mich rein mit dem Speer. So ein Spast. Auf jeden Fall groß die Stadt hier, wie man sieht.
Kieselstein. Mit, was ich hier tragen kann. Ja, muss man erstmal aufräumen hier, bevor man weiterkommt. Jetzt runter. Hier noch weiter runter, okay. Alter, es ist groß hier wieder. Hier eine Statue. Mieses Viech. Miese kleine Schlange. Was ist hier? Mehr Gegner? Kann ich gerade nicht sehen. Ich muss einfach hier unten längs gehen sollen. Jetzt sind wir schon hier, dann gehen wir auch hier weiter. Da geht es auf jeden Fall zu einem Boss, sehe ich von hier. Ist die Frage, ob man schon zum Boss gehen soll oder ob man noch wartet, ne? Goldene Rune. Also da geht es zum Boss, aber ich gehe einmal oben. Der Boss ist okay, wir wissen jetzt, wo der Boss ist, aber ich will einmal oben nochmal durchforsten. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Und dann kann man ja immer noch zum Boss gehen. Hier oben kann man auch nochmal alles durchforsten. Geht auch hier hinten längs, okay. Dunkelschmiedestein 4. Okay. Ich bräuchte einen 6er eigentlich für mein Schild. Okay.
Okay, weg hier. Weg hier. Ah, mit roher Gewalt. Kommt auch nicht so weit bei dem. Alter! Holy shit! Das haben wir alle Gegner hier erledigt, glaube ich. Ist hier noch irgendwas? Nö. Können wir es nochmal einsammeln hier? Klangperle des Geister-Talilienpflückers. Okay. Ich habe ja schon eine zweite Klangperle. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Das werden wir noch rausfinden. Gut, dann müssen wir jetzt mal runter. Dann können wir den Boss ja mal angehen. Ich habe jetzt nicht so viel Leben mehr, aber schauen wir uns den trotzdem an. Wir haben ja diese Marika-Statue hier. Das heißt, wir können da immer wieder anfangen. Bin gespannt, was für ein Boss das ist. Und wie gefährlich der auch ist. Ach ja. So. Haben wir eigentlich alle noch da? Ich weiß nicht, vielleicht können wir unsere Hunde rausholen. Ich lasse das mal so. Die werden ja gar nicht so verkehrt. Okay, es war dumm, die zu rufen wahrscheinlich hier. Denn es sieht so aus, als ob es gar nicht der Boss war hier. Imitator-Trainer, okay. Okay, der hat mich nachgemacht, als ich durch den durchgelaufen bin. Aber jetzt kann ich meine Hunde bestimmt... Ach doch, das geht vielleicht. Okay, warte mal. Wir haben auf jeden Fall hier so ein... Ein Ding, das benutzen wir gleich nochmal, damit wir alles wieder voll haben. Und wir können auch einen stärker werden. Oder? Nee. Ach doch, können wir doch. Warte mal. Lass uns mal gleich ruhig stärker machen, wenn man schon mal hier ist. Haben wir so ein paar Runen hier. Das reicht nicht an Runen. Das reicht, so. Lass uns die ruhig mal nutzen. Ich glaube, für die anderen Runen, die ich jetzt benutze, wird es nicht reichen. Und die jetzt zu opfern, macht nicht so viel Sinn. Oh, das hier, Höherkurs. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich laufe mal hier an der Seite längs. Denn das sieht aus wie ein Geheimnis. Oder auch nicht. Okay. Wir haben umsonst gelaufen. Aber man hat es probiert, ne? Hätte ja sein können, dass hier irgendwas ist. Oh nein, es geht auch nur bis zur Kante hier und dann muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Okay. Hm. Also, kann ich mein Pferd rufen? Nee. Ja, blöd. Einmal umsonst im Pudding. Wir haben um den Pudding gelaufen.
Stunden später. Ah, da. Gut. Soll ich einen anderen Weg auch nochmal rumlaufen? Ne, mach ich jetzt nicht. Hab jetzt keinen Bock drauf. Was soll's? Geh jetzt hier hoch. Nein! Oh, zurück. Oh, nichts bekommen. Doch, Dunkelschmiedstein 5, okay. Gut, dann haben wir den schon mal bekommen. Aber ich brauche einen 6er und nicht einen 5er. Naja. Jetzt die Frage, was hier passiert, ne? Jetzt sind Vögel sitzen da und warten. Irgendwas stimmt hier nicht. Da steht ein Reh. Hier erstmal weiter. Wie geht's runter? Zu richtigen Gegnern? Also keine Geistergegner, das mache ich damit. Okay, hier könnte man vielleicht mit dem Pferd, aber ich darf das Pferd ja gar nicht benutzen. Doch, kann ich. Ich könnte mit dem Pferd wahrscheinlich darüber springen. Ist nur die Frage, warum ich das machen sollte. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder hier. In Sofia, bloß eben ganz oben diesmal. Oder weiter oben, würde ich behaupten, ne? Okay. Ach, ich wollte das eigentlich einsammeln. Scheiße! Das war dumm von mir. Naja, so dumm war es gar nicht. Ich habe einen Schmiedestein gefunden. Aber hier unten sollte ich, glaube ich, eigentlich gar nicht hin. Hä? Hier war es noch nicht der Sinn der Sache, hier hinzukommen. Dass der Weg nicht gerade eben gelaufen bin und dann bin ich ja hier. Genau. Weg. Aber hier sollen wir nicht hin, wir sollten eigentlich da oben längst, glaube ich. Das war ein bisschen dumm, hier längs zu laufen jetzt. Aber wir können uns ja wieder hoch teleportieren. Horn-Talisman der Klarheit. Schön zwei. Was ist denn der Horn-Talisman der Klarheit, frage ich mich.
noch irgendwas? Aha. Schmiedestein 5. Okay, die finden wir jetzt. Ein paar von. Hm. Aber es ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Aber jetzt müssen wir unten mal kurz erforschen, wenn wir schon hier sind. Also das erkennen wir ja. Da sind wir ja schon gewesen, da unten. Da haben wir gekämpft gegen den Hyopai da. Blut, Dingsbums. Weiß nicht, ist Blut, enger zu Blut. Ist er. Gut, dann machen wir es anders. Imitator trainiert, da müssen wir hin. Das ist ja wieder ärgerlich. Aber müssen wir da raus, dann können wir hier wahrscheinlich unser Pferd erst benutzen. Achso, warte mal, wenn wir schon hier sind. Lass uns einmal kurz den Talisman angucken, welcher Talisman das war. Marikas Navi erhöht Attribute, aber auch erlaubt, das wollen wir nicht. Horn-Talisman Kleid erhöht den Fokus deutlich, okay. Okay. Den haben wir gar nicht gesehen gerade eben. Eine goldene Rune. Hier. Fürst des Blutes, Eure Eminenz. Ich flehe euch an, gewährt mir einen Sitz am Tisch der Dynastie. Lange lebe die Mokwin-Dynastie. Lange lebe die Mokwin-Dynastie. Okay, und geht irgendwie nur runter. Haben wir Flammen entzünden hier wahrscheinlich. Was schreit denn da so? Da oben ist ein Magier. Ich kann den ja irgendwie aufhalten. Okay. Oh oh. Oh fuck, Alter. Sollte man vielleicht einzeln pullen und nicht direkt reinrennen. Das war ein bisschen dumm. Marikas Pfahl, letzter Ort der Gnade. Nur Marikas Pfahl. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich weiß doch gar nicht, ob die umbringen sollte. Vielleicht soll man die gar nicht umbringen.
Aber ich glaube, irgendwas kann die. Die kann auch garantiert mich platt machen da irgendwie. Okay, es ist hier. Aber Feuer angemacht haben wir ja schon mal. Das ist schon mal gut. Alter Schwede! Okay, die muss ich anders killen. Ich kill ich die nur mit den Pfeilen. Die sind ein bisschen stärker als die Geisterdinger, ne? Aber... Ja. Müssen wir mal gucken. Krass. Schon fies. Auf die eine oder andere Art. Mal. Ich ziehe die jetzt einfach ran mit Pfeilen. Das ist am einfachsten, glaube ich. Das war schon platt. Ich weiß auch nicht, was die hier machen wollen mit den ganzen. Aber hier können wir auch nochmal ein Feuer entzünden. Machen wir auch platt. Ich weiß nicht, wie viele wir anzünden müssen, aber einige werden es sein. Oh. Hab ich mir gedacht. Das ist mal die Frage, was abgeschickt ist denn das, ne?
Gut. Jetzt fehlt der Magier aber noch. Wir holen mal unsere Hunde ran hier. Skamaschen. Hier liegen aber ein paar Sachen noch. Hier ist aber sonst nichts weiter. Komm mit, Hunde. Oh, er haut aber schon Schaden bei unserem Hund rein. Muss man einfach gucken, ob ich irgendwo noch so ein Teil hier draußen vergessen habe zum Anzünden. Weil die da oben, den haben wir angezündet. Den ersten ja auch. Nämlich, dass hier noch irgendwo einer ist, wisst ihr? Wenn wir die übersehen haben. Okay, da sind ganz viele Leute. Wenn wir hier längs gehen, kommen wir. Okay, lass uns einmal da hinten reingehen erstmal. Bevor wir. Oder da hochgehen. Reingehen, hochgehen. Sieht doch genauso aus wie die andere Welt, bloß jetzt ist ja schon wieder so ein Drache da hinten oder so ein Elch. Wisst ihr noch diesen Elch, den wir besiegt haben? Heilighornland. Jetzt nochmal so einen besiegen sollen, das wäre natürlich blöd, weil jetzt habe ich ja gar nicht so viel Sachen dabei. Mal kurz die Sachen noch mit, die hier liegen. Ja, ich komme schon wieder rein, kann auch nichts machen. Was heißt, hier ist eigentlich gar nichts, den hatten wir ja schon mal besiegt. Ja. Gut, dann müssen wir doch den anderen Weg da hinten gehen. Ich kann von der Seite noch irgendwas schießen hier. Viel mehr Pfeile haben wir nicht. Aber lass uns den einen mal pullen. Oh, okay. Meine Hunde sind leider alle weg. Aber wir haben auch die ganzen anderen gekillt.
gekillt hier. Was natürlich gut ist. Da kann man anzünden. Ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder alle anzünden, damit wir wieder diesen Herrscher irgendwie in Gang kriegen. Mal gucken, wo die letzten sind. Gibt es Quallen? Quallen sind uncool. Warum habe ich was getrunken, weil ich dumm bin? Ja, anscheinend. Nur hier oben einmal längs. Ich tue lieber nichts, ich habe auch ein Quallenschild. Ja, das können wir auf jeden Fall holen, oder? Da geht es irgendwie runter. Gehen wir mal runter. Alter Reißzahn. Geh ich jetzt auch hin? Steinschwertschlüssel, okay. Das ist schon mal nicht schlecht, dass wir den haben. Bestimmt für irgendwas einsetzen. Jetzt gehen wir da unten längs. Durch die Quallenhöhle. Silbertränenhöhle, okay. Da ist ein Feuer, tatsächlich. Okay. Wir legen uns aber jetzt nicht hin, denn sonst, wenn wir gleich hochkommen, müssen wir die ganzen Viecher wieder besiegen. Das muss ja nicht sein. Irgendwas höre ich da trapsen. Okay. Was? Boom. Da ist ein goldener Ritter. Äquidukt. Da ist ein Typ, den man besiegen muss. Und da kommt ein Typ, den man besiegen muss. Okay, ist ja nervig. Oh! Der hat mich durch die Mauer gehauen. So ein Arsch. Na gut, machen wir Pause für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.